Lange Dungeons erfordern mehr Planung. Oder auch den Wegplanung. Oh, das war sehr praktisch. Das war sehr praktisch. Und es ist relativ klein. What? Okay. Wir werden runtergehen und das noch mitnehmen da unten, obwohl ich es nicht unbedingt bräuchte. Aber das sind zwei Kuriositäten und ein Kampf. Wieso nicht? Das ist eine extra Fackel, die nehmen wir auf dem Rückweg mit. Oh shit. Okay, machen wir spannend. Okay, machen wir spannend. Machen wir spannend. Ich weiß es nicht, ob wir den schaffen. Ich habe keine Ahnung. Machen wir spannend. Machen wir spannend. Es ist eine Zweiergruppe. Ihr seid Level 2. Das könnte gehen. Das könnte gehen. Brauchen eine Wette. Das müssten wir eigentlich schaffen. Brauchen wir eine Wette. Brauchen eine Wette. Habe ich was für Darkest Dungeon? Nein, habe ich nicht. Wieso habe ich zweimal Dark Souls gespeichert? Was? Type your preset name. Was ist das? Nein. Slim Win. Okay, wir brauchen eine Wette bei dem Boss. Hallöchen, it's me. Wer ist nochmal alles drin? Mal, wie viel? Nee, nee, nicht wer drin ist. Wette wird angefertigt, Georon. Ach so, du willst machen. Nein, ich würde nicht wer stirbt, sondern ob einer stirbt, also ob keiner stirbt. Ob 1 bis 3 Leute sterben oder ob alle sterben, ob es ein Party-Vibe wird. So würde ich machen, die drei Optionen. Das ist fair. Wir hauen ihn um. Avalon, Pyrodos und Jeff. Nummer 45 und Miss 2 ist drin. Oh. Simon. Ob einer stirbt, aber ich bin noch gar nicht dabei. Es ist halt, ob du einfach alle schaffst, was halt geht, oder halt kompletten Party-Vibe. Weil ob du zum Beispiel 1 oder 2 sterben, das ist schwierig abzuschätzen. Es ist einfach so, okay, stirbt vielleicht 1 bis 3, aber es kann aber komplett nach hinten losgehen, dann sterben alle. Die Sachen gibt's. Aber die Hauptentscheidung ist wahrscheinlich zwischen 0 und 1. Ja. 0, 0, 0. Also. Hier steht, das Feuers Opfer ist das Tod zum Verderben. Nutze die Macht der Fackel, wenn du die Leere begehst. Ab geht's. Haben wir die richtigen Skills dabei? Wird schon passen. Secrets and wonders can be found. Oh, fuck! Oh, der ekelhaft verschoben worden. Oh, ekelhaft verschoben worden. Du Schlürfer. Ding muss zurücklaufen. Wir müssten vorlaufen. Kann mich da weit. Oh, ich kann mich weiter bewegen. Nein! Und es war noch falsch rum. Hört dir zu. Damn! Fang mal an! So. Go, go, Leute. Ich wollte, der Ditter hat seine Kekse noch rippen. Du könntest du fast noch. Nee, nochmal aufmachst und die Wettereinsätze gelöscht. Ich glaube nicht, dass du öffnen kannst einfach so nochmal. Wir gehen vor, glaube ich. Ich will mich dann zurücklaufen.
Ich würde den hinten lassen. Wenn ich hier zurückgehe, dann kann Miss Two plötzlich nichts tun. Aber Erlon kann auch von der dritten Position noch was tun. Ja, passt. Und geh vor. Pyrodos. Genau, Avalon kann was tun, und zwar gestunt kriegen wir den nicht, aber wir könnten den einmal anbrüllen. Ja, da ist er langsamer. Okay, und Nummer 45 muss zurück. Okay, und dann hauen wir hier Gift drauf. Und was tun? Schön. So giftet der langsam. Unaufhaltsamer Ansturm. Au. Und da kommen die Ads. Die müssen sofort sterben. Heftiger Angriff. Er ist nicht heftig. Und gebufft worden. Oh shit, die kommen zuerst dran. Ah. Plus 50% Schaden. Vergeltung? Oder anbrüllen? Geltung. Okay, hat sich markiert. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Hundeknochen. Shit, wir können nur auf alle drei angreifen. Okay. Okay, läuft. Können den da hinten nicht. Der nimmt zwei Schaden, der nimmt zwei. Ach, die hauen noch einmal zu. Ich würde aber auch gerne, wir brauchen noch ein bisschen Schaden hinten drauf. Vergift bei denen. Das war ein anderer Move, das war ein anderer Move mit dem Schild vor. Das machen wir gleich. Zieh Gruppenheilung auf jeden Fall durch. Wir brauchen jeden Heal. Okay. Wogen der Rückzug. Oh, da war der Rückschlag. Oh, und Vergiftung an. Gottchen. Okay, heftiger Angriff. Und 100% Schaden drauf. Das ist okay. Zwei. Die müssten mit dem nächsten Hundeangriff eigentlich sterben. Wir vergiften weiter. Das Tu vergiftet den Boss so richtig böse. Okay. Ich meine, das Tu kann auch Gift und Ding runternehmen, aber wir brauchen auch Schaden auf den Boss. Okay. Schön. Jetzt verbluten sie. Die Sache ist. Vergeltung. Doch, das geht auf den Boss hin. Könnte man vorlaufen. Versuchen den Boss zu stunnen. Ah, schade. Okay, Gruppenheal. Okay. Das Gift reicht eigentlich langsam. Yes, 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 yes. Okay, okay, sieht nicht so schlecht aus. Das sieht gut aus. Es klappt. Drei Schaden für. Oh mein Gott, zwei Schaden, drei Schaden runden. Wir machen einfach ein Gift drauf und töten ihn, oder? Er ist tot. Der ist tot. Dann kann man selbst hier machen. Ach Gottchen. Mach da mal was weg. Er ist tot. Ha! Geklappt. Okay. Okay. Was ich jetzt weiß, dass Blutung total stark ist gegen diese kleinen Viecher. Weil die kriegen nämlich so viel Abwehr und Zeug. Oh mein Gott, das war einfacher als gedacht. Diese kleinen Viecher halten saumäßig aus. Wenn jedem mal zuschlagen, kriegen sie 25% Abwehr und so. Und Gift und Blutung auf alles mit Chef war super geil. Maximales Leben, 25%. Nice, gerne. Let's go. Sag doch, ich wollte der Tat seine Kekse rippen. Okay. Oh, shit. Da war ja noch eine Gruppe. Den da hinten.
Hundemeister sind geil. Anbrüllen alle. Unterschwächen. Meine Güte, stun die beiden da hinten, würde ich sagen. Oder der stirbt da dran, oder? Ich mach Gift auf die beiden. Der hängt bei mir über den Kamin, was? Ant, Kopf was andenken hin. Holy fuck, wir werden es dann gleich. Gruppenheilung. Wir müssen dann gleich das erste Rast machen. Aber es hat hinkaut. This is how a life is taken. Nochmal Gift. Nom 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 Kekse. Decimated. Schön. Und wir können die mit Avalon nicht. Obwohl 7 bis 13. Aber die sichere Möglichkeit ist, ihn einfach zu betäuben. Eventuell nicht töten können, aber jetzt ist er betäubt, jetzt kann der Rest auf jeden Fall töten. Und wir können nochmal einen Gruppenheal machen, das ist viel besser. Wir können nochmal einen Gruppenheal ziehen. Und dann töten. So. Oh, 5 Schaden hat 4 Leben, dann heilen wir uns selber. Jeff, ihr habt's gut gemacht. Hau drauf. Avalon, hau drauf. Was? Wieso kann ich etwas nicht mitnehmen? Das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Gottchen. Gegengift habe ich gesagt, brauche ich am wenigsten, oder? Ich brauche es aber schon ein bisschen. Futter mal ein bisschen Essen so weg. Ich habe eh vor, jetzt gleich einmal zu rasten. Gut gemacht. Da rasten wir gleich einfach. Fertig. A spark without kindling is a goal without hope. So. So, ich sag, wir brauchen das auf jeden Fall. Verhindert nächtliche Hinterhalte. Wir können auch noch Chance auf Erkunden. Einfach für... Und alle Gefährten Stress runter. Und Krankheiten haben wir keine, ne? Mach das mal. Warte ich. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Praktisch, dass es gleich am Anfang da war. Oh, jetzt ist er weg. Ich habe den Boss, glaube ich, erst zweimal bekämpft in meinem ganzen Karriere. Ich habe mich sonst nie reingetraut früher. Das erste Mal sind, glaube ich... Kann es sein, dass du da... Ist da Geron an einem Herzinfarkt gestorben? Oder ist an dem Boss niemand gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Da können wir Gegengift nutzen. Das heilt und macht ein bisschen Stress weg. Oder bloß heilt. Kiste ist leer. Jeff ist eine Hündin. Susso. Eradicated. Der muss als erstes sterben. Wir haben es eh überrascht. Das heißt, wir können eine ganze Runde draufhauen, bevor die draufhauen. Der nimmt 4 Schaden. Dann hauen wir den an. Ja. Okay, Avalon muss bloß irgendwie treffen, also tot. Okay. Okay. Ihr seid motiviert vom Boss töten. Ich verstehe es. Ich verstehe es ja. Das ist sogar relativ was wert. Lass mal überlegen, was wir wegmachen. Da haben wir mal den Hundeknochen weg. Hätte ich auch so zum Kampf noch einsetzen können, aber das ist. Ihr macht schon so viel Schaden. Ach, Hündin, er sagt mein Mädchen. Das kann ich nicht lesen, das ist eine Hündin. Geralt und Jeff sind Hündinnen. Der hat noch nicht gezogen, ich könnte beide stunnen. Der hätte noch nicht gezogen. Andere Sache ist, wir können auch den vergiften. Der hat einen massiven Widerstand gegen physischen Schaden. Wenn wir da einmal vergiften mit Mistur, müsste er sterben an 5 Gift. Ja, weil er so wenig Leben hat. Stun-Chancen sind nicht so hoch. Versuchen wir einfach, den zu töten. Hätte mit dem Crit klappen können, ansonsten ist egal. Speerfischen.
So. Wir könnten den finishen oder den versuchen zu töten. 8 bis 13 macht 2 Blutungsschaden, das heißt, wir bräuchten mindestens 12. Mindestens 10. Und Blutung. Nein, ohne Blutung. Okay. Dann Kampfgebrüll auf alle und hoffen wir, dass wir hier 2 Schaden machen mit Avalon. Nein! Okay, der überlebt. Verdammt. Aber alle sind gedebufft mit minus Geschwindigkeit, deswegen kommen wir nochmal als erstes dran. Dann können wir den da hinten auch vergiften oder einfach so töten. Dann da vorne einen töten. Deswegen ist das Brüllen ziemlich gut. Bei Minusgeschwindigkeit für die Gegner bedeutet die zweite Runde, wir kommen alle zuerst dran. Praktisch ist. Ich glaube, das wollen wir dann einfach wegwerfen. Oder zweites Gegengift brauchen wir momentan nicht mehr. Deswegen ist auch immer gut, in solchen langen Dungeons die erste Rast relativ früh zu machen. Aber jetzt haben wir auch noch 2 Buffs. Ich werde hier dann irgendwo die zweite Rast ansetzen und dann den Rest machen wollen. Da brauchen wir Heilkräuter. Ich werde noch so viele Sachen wegschmeißen können. Ja. Ja. Genau, das ist der Random Hunger, auf den müssen wir uns noch einstellen, dass es noch zweimal kommt. Dann schauen wir mal. Dun, 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 dun. Wir sind als erstes vor den Gegnern dran, das heißt, wir könnten die beiden da hinten stunnen. Das tun. Wir haben sehr gute Stun-Möglichkeiten hinten. Wow, 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 das wollte ich nicht. Okay, ich habe da einfach einen angegriffen, jetzt ist er auch tot. Da wollte ich alle anbrüllen. Mich verklickt. Den sollte man angreifen. Hätte nämlich auch tot sein können dadurch. Verdammt. Ich hätte den ganzen Stress sparen können. War mistlich. So. Und so kann man Schaden und Stress nehmen, bloß wenn man sich einmal verklickt. Genau. Das hätte passieren sollen auf den. Na gut, haben wir da Stress runtergemacht. Und jetzt dann mal den letzten noch. So, und schicken ihn zurück und dann töten wir ihn noch damit. Langsam. Setzen den Gruppenheal an, damit wir voll geheilt sind. Und lassen ihn tot ticken. Katzen. Katzen sind einfach noch schlimm. Okay. Man merkt, wenn man plus erkunden hat, plus erkunden, dass es dann auch die ganze Zeit erkundet. Fummel, Fummel, Fummel. Machen wir ein bisschen heller auch dann. Was ist mit dem Schärfen? Wir können auch gucken, aber wer die höchsten Entfernung Schärfen Chancen hat. Ich weiß, dass Hundemeister ziemlich gut ist drin. Outlast heute, ja. Ich habe noch nicht alles Technische einstellen können, weil es mich das Intro nicht überspringen lässt. Aber ich habe schon mal gestartet. Ich hoffe, es läuft gleich alles auf Anhieb. Ich hasse es immer, wenn man Sachen einstellen will und dann geht's nicht. Okay, wir debuffen die alle. Das ist natürlich für nächste Runde dann. Nächste Runde sollte eigentlich keiner mehr einen Zug machen. Das sind die einzigen Angriffe, die sie jetzt durchkriegen. So, da sie nächste Runde nichts mehr machen, die beiden schon gezogen haben, tun wir sie einfach nur vergiften. Der würde noch was machen, den könnten wir einfach vielleicht töten mit einem Crit. Na, schade, nicht. Egal, vielleicht kommt noch... Nope, Pyrodos kommt nicht dran. Dann... Was war das für ein Timeout? Einfach auf alle bluten lassen. Jetzt müssten wir alle vor denen drankommen und es doch einfach nochmal bluten lassen.
Dann hoffentlich einen Heal. Oder wir schreien sie einfach nochmal an. Und jetzt verbluten und vergiften die einfach alle. Zwei Schaden. Vier Schaden. Ist alles tot. Dann können wir einfach heilen. Das ist immer praktisch, wenn du einfach ein bisschen rauszögern musst. Manchmal kannst du einen Kampf halt um ein, zwei Runden rauszögern. Du darfst nicht zu lange rauszögern, weil sonst gibt es Bonusstress. Ziemlich bösen. Oder es können sogar neue Gegner dazukommen. Ich hab's nicht ganz angeguckt, Mistur. Ich hab eine Minute geguckt. Ich wollte es bloß abbrechen, zum gucken, ob die Tastatur und die Grafik und alles flüssig läuft. Aber ich kann es nicht abbrechen. Ich guck mir alles an und teste dann. Oder aber ich will ja auf Blindmoch heute Abend reingehen. Das Essen kann man verbrauchen. Jetzt geht's los. Was schmeißt man weg? Die Wappen können wir wegschmeißen. Smaragde wäre natürlich nett zu haben. Ich glaube, wir schmeißen den normal, weil Smaragde stacken auch höher. Die Wappen können wir weg. Wir haben schon 12er Stack dabei. Dann machen wir die Truhe auf. Zitrine sind wenig wert. Die stackt man nicht hoch. Was war denn das für eine Nachricht? Ach so, ein kleiner Troll. Quiet, du kannst gerne mal spenden, dann kommt sogar auf den Stream. Aber im Chat nur zu schreiben, bringt nichts. Evelyn, mit was schreibst du die so an? Mit was schreist du die so an zu schreien? Jade, ich habe schon einen 5er-Stack, einen zweiten kriegen wir jetzt eh nicht voll. Anmachsprüche. Die sind überrascht worden, das heißt, wir ziehen die erste Runde. Das heißt, wir können den stunnen in der ersten Runde. Jetzt macht er nichts. Dann können wir den versuchen zu töten. Also zusammen mit Pyrodos. Genau. Und dann schreien wir die anderen an, dann sind sie langsamer. Und der haut als einziger drauf und dann ist vorbei. Weil es geht. So. Anhauen, der verblutet. Alles auf den drauf. Oh! Da kam der Knüppel, Avalon. Success, so. Or is it merely a trick of the light? Saphire sind 1000 wert und stacken auch. Das war's mit unseren Fackeln. Wir machen einmal hell und das war's. And purpose is made clear. So geht's, so schnell geht's mit den Fackeln immer vorbei oft, weil es einfach zu geht. So. Danke, Mistu, dass du mir meinen Tod wünschst. Wir könnten versuchen, einen einfach direkt zu töten. Nice. Was? Wieso Dittard? Oh, wir haben den 1. Mai, du musst am Samstag arbeiten. Ah, shit. Jetzt, ich bin schon drauf gekommen. Vielleicht können wir, wenn wir noch... Ah, schade. Naja. War ein Versuch wert. Nein! Unbetäubt, Pyrodos, auch Gottchen. Anfall, das dürfen wir dann Krankheit heilen dann. Der da hinten noch. Könnte man vielleicht stunnen. 70% Chance oder so, ja. Weil der hatte noch nicht gezogen. Tja, Pyrodos darf in die Krankenabteilung. Ach. Ich schreibe nur die Wahrheit. Ich hab doch. Ich bin gehärtet.
Ich kann aber eins versprechen, dass wir nicht zu spät machen. Ich will die Horrorabende nicht mehr zu lange rausgehen lassen. Ich habe festgestellt, ich bin immer so kaputt die letzte Stunde. Dann könnte ich auch mal ein bisschen langsamer machen manchmal. Langsamer meine ich, dass ich nicht garantiert nicht über 12 Uhr stream. Also will ich auch nicht durchrushen. So, deswegen braucht man auch Schaufeln hier, weil man extra Loot bekommt. Da können wir den letzten Schlüssel verwenden, das ist doch ziemlich gut. Dun, dun, dun. So. Jetzt haben wir Nahrung verbraucht. Jetzt könnte ich noch ein bisschen Nahrung ansammeln, das wäre gerade mal so schlecht. Extra Schlüssel. So. Das Stack des. So ein Stack Gold ist natürlich mehr wert als so ein Teil. Das ist 1500 wert, das wären 1750. Ach ja. Jetzt kommen immer die Entscheidung, immer mehr Sachen wegzuschmeißen, bloß weil man mehr Loot haben will. Das macht dann auch immer so im Spiel diese Gier. Diese Gier, so, ah ja, ich gehe ein. Der hat jetzt schon gezogen, der nicht. Der hat gezogen, der nicht. Ich könnte sie beide stunnen, aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Wir vergiften die beide einfach. Dann zieht der zwar nochmal. Alle anschreien. Oh, der zieht vielleicht doch nicht. Wenn man töten kann, kann man töten. Der stunt nämlich, das mache ich nicht. Der braucht. Der stirbt doch ein Hündchen. Wow! Nummer 45, einfach geklettert. Dann schlägt nur noch der zu. Und der schützt. Jeff geht auf einfach auf alle mit einer Blutung und stirbt der da hinten auch. Oder eher schon noch einen Schaden, das reicht. Jetzt haben wir Gift noch auf den ersten drauf und dann stirbt der auch. Einfach der Rest auf den ersten drauf. Und bam. Er hält halt schon was aus. Vielleicht sollte man es dann. Können wir noch eine Runde hinmachen, ohne Schaden zu nehmen. Der hat halt 58% Abwehr gegen physischen Schaden. Haben wir es jetzt? Ja, viel auf alle. So. Flapp. Aber nicht gegen Gift. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Schauen wir mal, was drin ist. Da noch ein Smaragd, da habe ich jetzt schon 4 Stück auf dem Stack. Ich würde jetzt dann doch bald rasten wollen noch, oder nehmen wir noch den Kampf mit und die Kuriositäten und gehen dann zurück. Allein rasten eigentlich nur wegen Loot. Naja. Nimm mir den Loot auf den Rückweg mit. Ich gehe nach hinten, raste hinten, dass ich mehr Platz habe und dann kann man mehr mitschleppen. Wir könnten den da hinten, wenn wir eh rasten. Vergibt man. A singular strike. Oh, es hat auch so gereicht. Okay. Vielleicht können wir noch einen töten hier. Blutung, Blutung, Blutung. Also tot. Dann stun mal den letzten, dann brauchen wir nicht mal. Deswegen Geschwindigkeit über alles. Verbleibende Aktionen, nein, tja. Das war's mit deinen Aktionen. Quatsch. Es klappt natürlich in höheren Dungeons nicht mehr so einfach, weil die Gegner dann auch mehr Leben haben. Ja, Zart, das will ich ja mitnehmen, das Geld. Verdammte Scheiße, ich kann das Geld nicht mitnehmen. Da ist eine Kuriosität. Brauchen wir dann nochmal Schlüssel da unten? Ich glaube nicht, oder? Brauchen wir Weihwasser? Brauche eventuell kein Weihwasser. Schmeiß mal Weihwasser weg.
Wie, jetzt kommt was mit Weihwasser. Rast mal einfach. Wir haben nicht so viel Stress, wir müssen eigentlich bloß... Wir brauchen nicht mal Heilung. Wir brauchen eigentlich bloß... Wir können eigentlich bloß eine kleine Nahrung machen. Ja, das ist fast nichts, was wir brauchen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Stress und Minustress für alle. Wer hatte die Krankheit? Das aber nur selbst, ne? Ah, schade. Stress, also nur selbst. Heilung, schade. Nur selbst, Abwehr und Schaden. Nochmal Abwehr und Schaden dazu. Ja, mach das halt. Nächtliche Hinterhalte ist halt immer eine Chance, wenn du übernachtest. Und dann ist es plötzlich dunkel und die kommen und überraschen dich. Das ist halt nicht angenehm. Eine Karte. Und kriegen wir noch einen Geheimgang? Nö. So, da brauchen wir Schaufeln. Schon wenn es Loot gibt, nehme ich freiwillig mehr Schaufeln mit. Acht Essen reicht noch für zweimal Futtern. Ich hoffe nicht, dass ihr mehr als zweimal Hunger kriegt. So. Da. Ach, dann nochmal Essen sogar. Oh, das gibt's doch nicht. Ach, da habe ich vier Wappen extra. Reicht. 12 Wappen reichen mir. Heilkräuter will ich auf jeden Fall so mehr das. Nein, fick dich, Spiel. Das ist. Abscheulicher Altar, glaube ich. Der macht einen Tick weg. Braucht mal Weihwasser. Und einen Tick weg, wisst ihr, dass das so bis zu 5000 Gold wert ist? Das ist natürlich. Extrem ekelhaft. Dass das natürlich. Wie vorher entscheiden müssen, was wir wegmachen. Hat alles AOE. Der kann noch ziehen und würde noch was tun. Mach mal ein bisschen Schaden. Und dann macht er nichts mehr. Alles betäubt auch, so stirbt er auch. Peitschen, oder? Ja, Peitsche. Was? Der stirbt noch nicht ganz. Muss man noch nachhelfen. Okay. So. Bam. Und bam. Ist der tot. A victory. Perhaps the turning point. Romanat. Ding haben wir schon voll. Porträts fange ich jetzt garantiert nichts an. Kann eh nichts wegwerfen. Das ist ein abscheulicher Altar. Scheiße. Vielleicht finden wir nachher noch Weihwasser. Würde ich sogar zurückgehen. Für den Tick entfernen würde ich zurückgehen. Tick entfernen würde ich zurückgehen. What? Zwei Bosse in einem Dungeon, wo eigentlich kein Boss sein sollte. Aber wir haben ihn überrascht. Wir haben ihn überrascht. Wir haben ihn überrascht. Der ist tot. Holy moly, ist der tot. Ach, die tot. Der ist nicht so schwer. Aber überrascht, das reicht nicht. Wir können ihn auch noch einmal stunnen. Oh mein Gott. Ja. Gestunnt. Geblitzt. Und angeschrien. Dann ist er die zweite Runde langsam. Okay. Da ist er jetzt gestunt. Jetzt kommen nochmal alle vier von uns dran. Oh, Alvelon! Ha ha ha!
get wrecked. Habt ihr so einen schon mal so kaputt gemacht? What the fuck? What the fuck? Okay, das war gut. Das ist 5000 wert. Wir müssen irgendwas wegschmeißen dafür. Auf jeden Fall behalten. Müssen wir behalten. Was ist das wert? 5 Stück mit 3750? Sind 1875? Ja, ist mehr wert als Gold. Scheiße, echt. Machen wir die Schaufel weg. Ne, eins ist 1875, glaube ich. 375 mal 5. Kopfrechnen ist nicht das Beste. Hallo, Parashimaru. Parashimaru. Shimarui. Para. Hallo, Para. Schau mal, du bist lange nicht da und schon kann ich dich nicht mehr aussprechen. Aber schön, dich zu sehen. Scheiße! Ich hab keine Fackel. What the fuck? Was ist das für ein Dungeon? Ich hätte die Fackel da mitnehmen. Ohne Fackel kann man da nicht rein. Zweimal der Boss in einem Dungeon. What the fuck? Mal eine Uptime eingeben. Ich heile das auf YouTube. Das hat auch noch nie einer gesehen, glaube ich. Aber ich habe keine Fackel, sonst würde ich ja nur reingehen. Fünf, sieben. Er ist tot. Sonst würde ich es ja echt nur machen. Aber wir haben eh keinen Platz. Au. Danke, Chris. Kann ich mal das schnell rauskopieren? Ich kopiere mir bloß immer den String raus und schreibe es dann auf. Ja, das würde dann nochmal eine Wette geben. Wohl, jetzt haben wir ja gesehen, dass wir mit der Gruppe den eigentlich gut zerlegen können. Aber das Problem ist, ich kann nicht, da braucht man eine Fackel, um den zu rufen. Wir haben keine Fackel mehr. Aber was ist das für ein Dungeon? What the fuck? Da ist noch mal kurz weg. Das ist der Test, ob Geodon da ist. Da ist eine Fackel. Okay, im Rückweg. Oh Gott, da brauche ich eine Schaufel. Scheiß drauf. Oh mein Gott, wir können den zweiten Boss machen. Jetzt wird es so kaputt gehen. Da brauche ich auch eine Schaufel. Ich habe keine Schaufel mehr. Blutung? Nein! Shit. Moment. Wir müssen auf jeden Fall. Ich muss ja erstmal die Quest auch noch abschließen. Dann kann man nochmal weitermachen. Der da hinten hat noch nicht gezogen. Ich nehme mal den raus für Schaden. Ich will den Boss dann als letztes machen, dass wir danach auch gleich raus können. Wir müssen aber auf jeden Fall dann noch ein bisschen oben halten. Nein, willst du nicht den Schützen da hinten? Verdammt. Okay, die sind alle verlangsamt. Er ist tot.
der hat so viel Widerstände, den tun wir vergiften. Den töten wir. Ah, ein Gruppenheal. RNG muss man klein schreiben. Oh, ich glaube nicht. Zehn Schaden. Jo. Anbrüllen, dann kann man vielleicht noch heilen. Die Leichen kritisch angebildet. Genau. Heimer voll. Nein, Para. Ich nicht. Aber. Es ist auch. Ich hätte noch ein Weihwasser sogar. Okay, wir müssen. Ich muss mich. Das Weihwasser könnte ich hier einsetzen. Oh mein Gott, wir müssen neu ansortieren. Ich muss Sachen aufgeben. Urkunden, Wappen. Wappen, so toll ihr seid. Ihr kommt weg. Ich will ein Weihwasser. So. Das kriegen wir eh nicht auf. Jetzt gehen wir da runter. Wir müssen da unten die Quest nämlich noch abschließen. Darkness closes in. Hey Para, ich bin aber auch gar nicht mal so für ein Ding. Ich will einen neuen Spielmodi sehen, ehrlich gesagt. Aber nicht unbedingt. Das ist auch eine Fackel. Gut, wir haben drüben noch eine Fackel. Wir müssen die jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich brauche aber nicht unbedingt die Schlüssel. Können wir wegwerfen. Das ist noch eine Fackel. Ich muss gleich noch irgendwas anderes wegwerfen. Wahrscheinlich Heilkräuter. Das nehmen wir dann auf den Rückweg mit. Nahrung können wir auch noch. Ich will nicht jetzt noch einen Stress an wegen Hunger haben. Deswegen behalte ich die Nahrung noch kurz bis vor dem Boss. Und die wird dann beim Boss weggeschmissen für den Loot. So, jetzt machen wir hier einen entscheidenden AOE. Oh, der hat sich widersetzt. Anbrüllen vom Langhang. Die beiden hinten stunnen wir. Damit die nichts tun können, die erste Runde. Und wir könnten den sogar auch noch stunnen. Schön. Nur der macht was. Ist auch nicht so schlimm. Wir sind alle verlangsamt, dann haben wir noch eine volle Runde. Keine Krankheit? Schwächung, Ausweichen, Geschwindigkeit, das ist okay. Mal alles beißen. Der da hinten stirbt. Der stirbt nicht. Shit. Machen wir den Tod sicher. Ich will nicht, dass der kann vergiften. Für Krankheiten, würde ich sagen. Mach mal Vergeltung auf den hier. Dann stirbt der auch und lebt nur noch der hier. Wir hatten da noch. Der hat auch noch gelebt. Oh shit. Mal so schaden. Back to the pit. Zwei Schaden, der lebt noch. Ich würde gerne das wegmachen wollen. Schön. Was tut das der Heilen? Ah. Haut drauf. Holy fuck. Schaden gegen Bestienwappen. Was habe ich gesagt? Wollen wir weg? Wir wollen wahrscheinlich das hier. Ne, braucht gleich die Fackeln. Die können wir gleich weg. Da ein Smaragd, soll ich den noch einsammeln? Ne, ich mach das gleich weg und hol ihm die Fackel mit. Ja, machen wir's so. Okay, nein, fortsetzen.
Greed. Gier. Gier. Saphire, oh mein Gott, das kommt weg. Okay, zurück. Jetzt brauchen wir hoffentlich keine extra Gegner. Das wäre echt schön, wenn wir keine extra Gegner kriegen würden. Ich würde auch gerne noch dahin wollen, um den Tick zu entfernen. Eine Schaufel, da brauchen wir eine Schaufel, ist egal, wir sind eh schon voll. Da können wir noch eine Fackel machen. Ja. Jetzt gehen wir da noch hin schnell, um das eine einzusetzen, aber ich habe echt Platz noch viel für. Warte, wir können einmal Licht machen noch, eine Fackel brauchen wir. Ho, hoffentlich. Der Dungeon ist absolut, jetzt können wir noch ein Ding wegmachen. Stressschaden, Besessen, Tugend, das ist, hat gar keine... Schaden, Fernkampf, Widerstand gegen Krankheit. Licht unter Gottesfürchtig. Oh Gott, Nummer muss sich was wegmachen. Nummer macht sich was weg. Launenhaft. Ah, war leider was Billiges. Aber gut, Tick weg ist Tick weg. Dungeon ist absolut krass. Drei Bosse. Zwei Tick-Entferner, oder? Na, ein Tick-Entferner. Zwei Bosse. Drei Bosse, zweimal den Schlürf. What the fuck? Einzige, was noch fehlt, ist ein Geheimraum. Okay. Moment. Wir können noch mit Essen voll machen und heilen. Weil wir es können. Und dann gehen wir nochmal Boss-Time. Bitte nicht Blödchen durcheinander. Ah, wieso muss immer Ding vorher nicht hin? Shit. Oh, shit. Das passt mir gerade. Ganz vor. Ah, das ist richtig ekelhaft. Hier vergiften. Ja. Vor, okay. Damage. Zwei Leute konnten nichts tun am Anfang. Nur faltbarer Ansturm. Diese Viecher her. Blutung. Bäm. Widersetzt der Blutung. Oh oh. Wir dürfen halt nicht mehr als zweimal zuschlagen, weil sonst dann sind sie unaufhaltbar. Heftiger Angriff. Wir haben letztes Mal mehr auf den Boss richtig vergiftet. Na, sonst können wir den nicht dauern. Wir müssen ihn vergiften. Wir müssen Gift oben halten. Könnten alle anbrüllen, damit sie langsamer sind. Jetzt machen wir das. Und ich glaube, eine Gruppenheilung ist gut. Er wird zunehmend mehr Schaden nehmen durch Blutung und Zeug. Und Stress. Oh, wieder durcheinander geschoben. What the fuck? Ich wusste gar nicht, dass er zweimal schieben kann. Oh no! Jetzt können wir gar nichts machen. Das ist eine scheiß Position. Tauschen bringt tauschen was? Nicht viel. Oh fuck, ist das Müll. Ich wusste gar nicht, dass er zweimal schieben kann. Das hat er vorher nicht gemacht. Oh no 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 no. Oh, wir müssen auf. Stirbt der? Der stirbt, aber der stirbt noch nicht. Ich muss mich eigentlich vorbewegen, oder? Mit ihm zwei vor, dann ist aber der nicht. Wir müssen uns vorbewegen. Es hilft nix. Shit! Es hat zwei nichts. Oh mein Gott! Bist du. Okay, okay. Okay. Ich habe es geschafft, keine für mich. Ja, Waschi. Ist gut. Keine Ahnung, ob es gut ist. Ich weiß, das spielt ja fast keiner mehr. Au, oh, ey. Okay. Zwei Schaden. Shit. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, der wird so ein. Sehen schon. Oh mein Gott.
Oh, und 150% Schaden. Okay, okay. Vergeltung. Shit. Wir müssen Gift drauf. Gift draufhalten. Ja. Heilen. Okay. Rücken der Rückzug. Hau zurück. Schön. Sollte hinhauen. Sollte hinhauen. Hallo, Sir Howard. 4, 5. Au. Fünf, vier, Gift, alles Gift drauf. Jetzt töte den. Müsste tot sein. Verlangsamt. Der lebt noch, aber das müsste nichts ausmachen. Gruppenheal. Huhu, 10. Yes. Okay. Vergift. Tschüss. Der dritte Boss in den Dungeon. Holy moly. Was ist das? Entschärfen vom Fallen, Chance auf Erkunden. Das ist ja auch praktisch. Okay. Das ist der zweite Schlurfer und den Sammler. Und den Sammler haben wir gemacht, ohne dass er einen Schlag machen konnte. Und zwei Ticks entfernt. Zwei Ahnen-Dinger bekommen. What the fuck? Quest abgeschlossen. At last. Nein, zweimal Schlürfer, einmal Collector. Zweimal Dera. What the fuck? Ja, zwei Altare. Richtig. Zwei Altare. Und dazu noch ein Collector unterwegs. Ah. Ihr habt euch eine Auszeit verdient danach. Meereshöhlenhasser Nummer 5.